Tumorboard entscheiden. Am Tumorboard wird ja immer diskutiert, ja, Tumorboard will man ja eigentlich Standard of Care definieren. Was jetzt da der Fall wäre, die individuelle Entscheidung, ist dann immer noch eine zweite Frage. Bitte, ja. Vielen Dank für die Einführung. In der Tat, wir geben uns Mühe, beim Tumorboard die Therapieentscheidung zu formulieren, die der Patientin die höchste Wahrscheinlichkeit gibt, gesund zu bleiben. Das Problem ist, manchmal machen wir die Rechnung ohne den Wert. Das heißt, wir wissen nicht ganz genau, ob die Patienten das, was wir ihnen empfehlen, auch umsetzen. Das ist das, was wir in dieser Studie untersucht haben. Das ist eine Schweizer Studie, was eben besonders hier in der Schweiz auch wichtig ist, weil ich denke, dass es Studien aus anderen Ländern, speziell wenn es um Themen wie Akzeptanz, wie Motivation geht, zum Teil nicht auf die Schweiz zu übertragen sind. Wir haben uns angeschaut, was Richtung Compliance und Persistence, wie hoch das überhaupt ist. Und wir haben nach Faktoren gesucht, die das vielleicht bedingen können. Kurz zur Klärung der Definition. Compliance ist hier definiert als die Bereitschaft der Patientin, eine empfohlene Therapie überhaupt zu beginnen. Persistence ist die Therapie über den entsprechenden Zeitraum auch zu beenden. Das sind Daten aus meiner ehemaligen Klinik, der Frauenklinik, der Universitätsfrauenklinik in Basel. Wir haben adjuvante Therapien gewählt, also Stadium 1 bis 3. Wir haben Patientinnen ausgewählt, die nicht älter als 75 Jahre waren. Wir haben die adjuvanten Therapieempfehlungen bezüglich Radiotherapie, Chemotherapie und endokrine Therapie überprüft. Und die Faktoren, die wir als möglich erachtet haben, die Therapie oder die Therapietreue zu verändern, ist das Jahr der Erstdiagnose. Also ob es eine Rolle spielt, ob Patienten 1997 die Therapie erhielten oder ob es eine Rolle spielt, ob das 2008 war, ob das Alter eine Rolle spielt, ob der Body Mass Index eine Rolle spielt oder ob die Risikoparameter, die einen Krebs hat, und wir haben da noch die heute in etwas veraltete St. Gallen Risikoscore, wobei sich das ja nicht so sehr unterscheidet, der alte St. Gallen Risikoscore und die neuen Klassifikationen mit Luminal A und Luminal B. Kurze Darstellung der Kohorte grundsätzlich. Das ist eigentlich eine relativ typische Kohorte, dass die sehr jungen Frauen mit unter 10% deutlich in der Minderzahl sind. Das ist eine sehr Schweizer Kohorte. Das finden Sie international so gut wie nicht, dass das Median im BMI bei 24, also noch im Normalgewicht liegt. Das finden Sie in kaum einem anderen europäischen Land, schon gar nicht in den USA. Erstaunlich ist, dass diese Epidemic Obesity, die Sie in fast allen Ländern Westeuropas jetzt beobachtet haben, in der Schweiz so noch nicht angekommen ist. Und das zeigen auch die schweizerischen Gesundheitsbefragungen. Wir haben Daten zumindest bis 2008, dass das bisher so in der Schweiz noch nicht durchgeschlagen hat. Stadium bei Erstdiagnose, die meisten Patientinnen hatten ein günstiges Stadium, Stadium 1, und nur sehr wenige Patienten, 16% in Stadium 3. Compliance, fangen wir an mit der Radiotherapie. Wenn man über Compliance spricht, muss man natürlich erstmal nur die Patienten nehmen, die auch die Therapieempfehlung bekommen haben. Wir berichten aus einer Zeit 1997 bis 2009, in denen etwa die brusterhaltende Therapie als hauptoperative Variante sich schon durchgesetzt hat. Also etwa 65% der Patienten wurden brusterhaltend operiert. Das heißt, diese Patienten bekommen ja schon mal alle die Therapieempfehlung der brusterhaltenden Therapie plus noch ausgewählte Patienten, die auch die Mastektomie hatten. Also bei etwa 20% wurde die Radiotherapie gar nicht empfohlen. Bei denjenigen, die empfohlen wurden, haben lediglich 5% diese Therapie abgelehnt. Bei der Chemotherapie ist es schon interessant, weil wenn Sie in der Bevölkerung fragen, welche Therapie fällt Ihnen zum Brustkrebs ein, dann werden die meisten sagen, ja, das ist das, wo Ihnen die Haare ausgehen, die Chemotherapie. Das stimmt so nicht. Nur bei 65% wird die Chemotherapie gar nicht empfohlen. Wir haben eher den Eindruck, dass das sogar eher nach unten geht. Empfohlen haben wir es bei 352 Patienten. 12% haben diese Therapieempfehlung abgelehnt. Bei der endokrinen Therapie ist es noch etwas anders. Wir haben die Fälle, wo die endokrine Therapie gar nicht indiziert ist, weil die Patienten Hormonrezeptor negativ sind. Das sind etwa 20%. Dann gibt es noch die Fälle, wo man durchaus eine Therapieoption hat, wo man aber möglicherweise vom Tumorboard diese Therapieempfehlung nicht unbedingt ausspricht. Das sind Patienten mit ganz kleinen Karzinomen, 1-2 Millimeter oder auch ein paar
ältere Patienten, die von der Morbidität so hoch sind, dass man möglicherweise da die Therapieempfehlung nicht ausspricht. Es sind aber insgesamt nur sehr wenig Patienten, wo wir das nicht ausgesprochen haben. Empfohlen wurde es bei 615 Patienten und 93,6% sind dem gefolgt und haben die Therapie auch begonnen. Jetzt die Faktoren, die dafür sprechen, kurz zur Erklärung. Wir untersuchen die Compliance, das heißt, hier sind die signifikanten Werte auf rot gestellt, dass sie einfacher zu erkennen sind. Das heißt, ein hoher BMI ist ein günstiger Faktor für die Compliance und höheres Alter ist eher ein ungünstiges Faktor für die Compliance. Daraus folgt für die Radiotherapie eine höhere Compliance bei höherem BMI und jüngerem Alter und eine niedrige Compliance eher bei hohem Tumorrisiko. Chemotherapie sind die Daten hier und hier gilt höhere Compliance bei höherem BMI, nicht signifikant, aber zumindest als Trend hier mit 0,063 und die älteren Patienten sind eher diejenigen, die von der Chemotherapie Abstand nehmen. Endokrine Therapie, höhere Compliance bei höherem BMI, bei höherem Alter und steigendem Rezidivrisiko. Wir hatten diese Daten eigentlich zusammengefasst für ein Krebsliga-Projekt Mammakarzinom und Adipositas. Was uns da interessiert hat, war, es gibt ja so dieses Image der etwas dickeren Patientin. Ja, die sind vielleicht auch nicht ganz so motiviert, sie sind vielleicht auch nicht ganz so diszipliniert, die würden vielleicht auch die Tumortherapie nicht so einhalten. Unsere Ergebnisse sind völlig anders. Wir haben in allen Bereichen eine eher höhere Compliance mit steigendem BMI gefunden. Das ist noch ein interessantes Ergebnis aus diesen Ergebnissen. Hier nochmal kurz zusammengefasst, die Non-Compliance 5,7% für die Radiotherapie, etwa 12% für die Chemotherapie und etwa 6% für die Hormontherapie. Zweiter Punkt ist, diejenigen, die die Therapie begonnen haben, das heißt ja auch nicht, dass sie die Therapie auch zu Ende führen. Wir haben zwei große Gruppen. Die eine Gruppe sind die Behandlungen, die relativ kurz dauern. Die Radiotherapie, und da muss man sagen, alle die sich mal dafür entschlossen haben, die bringen es auch durch. Lediglich zwei Patienten, 0,3%, haben die Radiotherapie beendet vor ihrem eigentlichen Ende. Für die Chemotherapie ist es etwas höher, aber auch eigentlich noch relativ hoch. Also die Patienten, die sich zur Chemotherapie entscheiden, 95% ziehen sie auch bis zum Ende durch. Zum Teil müssen die Chemotherapien etwas verändert werden, manchmal vielleicht eine Adaptation vorgenommen werden, aber sie führen die Chemotherapie bis zum eigentlichen Ende zu Ende. Eine andere Sache ist die endokrine Therapie, weil im Gegensatz zu den ersten beiden Therapieoptionen, die einige Wochen oder maximal vier, fünf Monate dauern, ist die endokrine Therapie, geht über 5 Jahre. Und ich kann mich noch an Patienten erinnern, die früher immer gesagt haben, ich muss keine Chemotherapie, ich kann nur eine Hormontherapie, Gott sei Dank. Das Problem ist, wenn Sie die Chemotherapie nicht vertragen, die ist relativ schnell vorbei. Wenn Sie die endokrine Therapie nicht vertragen, dann haben Sie das 5 Jahre am Hals. Und häufig ist das der viel intensivere, der viel langfristigere Kampf für Patienten, die motiviert sind, die Therapien durchzuziehen, aber die doch mit erheblichen Nebenwirkungen zu kämpfen haben, ist das zum Teil ist das die schwerwiegendere Prüfung der Motivation und auch der Disziplin. Wir haben die Patienten genommen, die mindestens 36 Monate im Follow-up waren und wir haben eine relativ niedrige Rate an Non-Persistence, 13,3%. Wenn Sie in etwa die Literatur kennen, die es zu diesem Thema gibt, sagen Sie, es ist eine fast unglaubhaft niedrige Zahl an 13,3%. Es gibt amerikanische Studien, die gehen bis zu 50% hoch. Diese Studien kranken aber daran, dass sie nicht unterschieden haben, warum eine Patientin aufhört. Das heißt, diese Patienten führen zusammen Patienten, die aufhören wegen Hitzewallung, wegen Knochen- und Gelenksbeschwerden. Hier sind Patienten drin, die aufhören, weil sie einen Kinderwunsch haben. Da ist die 73-jährige Patientin drin, die 20 Medikamente nimmt und irgendwann überlegt, Tamoxifen muss vielleicht auch nicht mehr sein. Das sind Patienten, die einfach auch keine Lust mehr haben, jeden Morgen ein Medikament zu nehmen. Das sind Patienten, die man möglicherweise mit einer etwas intensivierteren Betreuung, mit einer verbesserten Beratung, aber dazu bringen könnte, eventuell noch die Therapie zu Ende zu führen. Die meisten Studien werfen diese aber in einen Topf mit denjenigen, die zum Beispiel die Therapie stoppen müssen wegen eines Rezidivs.
Oder auch ein Therapiestopp, der ärztlich begründet ist. Was kann das sein? Das kann zum Beispiel eine Patientin sein, die an einem inoperablen Pankreaskarzinom leidet. Es macht relativ wenig Sinn, bei diesen Patienten weiterhin Tamoxifen zu geben. Diese Gruppe ist nicht so groß. Aber wenn man das jetzt mal zusammennimmt, dann sind das hier 13,3% und hier nochmal etwa 12%, dann kommt man schon auf 25%. Wenn Sie demnächst irgendwo Literatur lesen, die Ihnen Persistenzraten zeigt, fragen Sie nach oder schauen Sie nach, welche klinischen Gruppen tatsächlich bei dieser Non-Persistence zusammengefasst wurden. Für mich ist diese Form der Non-Persistence hat eine sehr viel mehr oder eine klinische Fragestellung, weil das die Patienten sind, die wir möglicherweise durch eine intensiviertere Betreuung zu einer Persistence bringen können. Wenn ich alles zusammennehme, habe ich eher eine Marktanalyse für die pharmazeutische Industrie, was auch nicht schlecht ist, aber es hat eben eine andere klinische Implikation. Und auch hier muss man sagen, 13,3% Non-Persistence ist eine relativ gute Rate. Was sind die Faktoren, die bei der endokrinen Therapie einen günstigen Faktor für die Compliance, und wir sind wieder da, es sind eher die dickeren Patienten. Wie kommt das? Ein Faktor, der häufig genannt wurde, ist, dass der hohe BMI ja häufig auch mit einer anderen Komorbidität vergesellschaftet ist, dass häufig Patienten sind, die routiniert sind in der Einnahme von Medikamenten, möglicherweise auch ein freundliches Verhältnis grundsätzlich haben zu Medikamenten, möglicherweise überhaupt nur am Leben sind, weil sie Medikamente nehmen. Und während andere Patienten, die 50-jährige Patienten, die kein einziges Medikament nimmt, die also jeden Morgen zur Kaffeemaschine geht, wieder mal daran erinnert wird, dass sie Brustkrebs hat, auch daran erinnert wird, dass man auch älter wird, dass das jetzt mit den Tablettenschlucken losgeht, das sind häufig die Patienten, die sagen, wir hören so nach 2-3 Jahren auf, ich will es auch nicht mehr. Es gibt Patienten, die so eine innere Distanz zu diesem Medikament entwickeln. Für uns eine große Überraschung zu sehen, dass der BMI in fast allen Therapiebereichen dazu geführt hat, die Therapie disziplinierter und zuverlässiger einzunehmen als Frauen mit einem günstigen BMI. Schlussfolgerung, es gibt ein paar Subgruppen von Patienten, die wir kennen sollten, die eher dazu neigen, Therapieempfehlungen nicht anzunehmen oder eine Therapie auch abzubrechen. Das sollten die Patienten sein, die eher von erfahrenen Leuten gesehen wurden. Und eben die Sache mit dem BMI, wir wissen aus vielen Studien, dass Patienten mit einem BMI eine schlechtere Prognose haben, hängt möglicherweise damit zusammen, dass die Medikation nicht gewichtsadaptiert gegeben wird, nur es liegt nicht an der Motivation und an der Disziplin der Patientin. Vielen Dank.